Hallo miteinander. Hallo zusammen. Wie ihr seht, es ist sehr windig und bedeckt und ein bisschen frisch dementsprechend. Jawohl. Das letzte Mal waren wir ja noch im Kanton Graubünden. Jetzt sind wir auf dem San Bernardino, haben hier übernachtet. Und jetzt geht es ab ins Tessin. Leider macht das Wetter nicht so schön mit, aber ja noch. Es wird sicher wieder besser. Es wird wieder besser. Und natürlich nehmen wir euch wieder mit. Also, let's go. Oh, es ist kalt, ey. Es windet einfach. Die Festung, die wir jetzt gerade besucht haben, die ist super gut erhalten. Die findet man, wenn man vom San Bernardino durch abfährt, durch das Dorf Mesocco durch, ist es gerade auf der linken Seite. Also jeder, der ins Tessin fährt, ist das auf jeden Fall ein Stopp wert. We'll be right back.
Zwiebel. So? Ja, mega erfrischend und überhaupt nicht kalt, wenn man noch drin ist. Okay. Das heisst, ich soll auch noch? Unbedingt. Unbedingt. Geil. Bis zu der... Wenn ich jetzt die Badhose noch hätte, wäre ich noch reingeguckt. Aber eben. Das nächste Mal dann. Der Premierenabend. Eine Minute, 37 Sekunden später. Du, 5 Stunden später. 4 bis 6 Wochen später. Ein paar Osen später. ...346 Minuten später. Sehr, sehr, sehr viel später. ...2000 Jahre später. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. So, Poststurz überlebt. Und, ist gut, oder? Ja, ist gut, aber am Anfang hat es mir wirklich mega weh tun, die Füße. Ich habe halt Babyfüßli. Aber jetzt ist gut. Wir sind jetzt ganz hinten ins Verzaskatal gefahren, bis auf Sonogno. Und da gibt es einen Stellplatz, wo man eine Campingcard holen kann. Für 24 Franken kann man hier eine Nacht stehen. Und dann gibt es nicht nur die Karte, sondern es gibt auch gerade noch ein kleines gefaltetes Ländchen, wo man sich dann informieren kann. Das finde ich also sehr gut. Et voilà. Der Stellplatz ist zwar auf einem gemischten Parkplatz, aber hat alles, was man braucht. Es hat Ver- und Entsorgung, es hat ein WC, Dusche nicht, aber Dusche haben wir noch im Wohnmobil, also funktioniert das sehr gut. Und das Dörfli ist einfach nur mega schön. Und man isst also auch sehr gut. Und was cool ist bei dieser Campingcard, man kommt nämlich wieder 3 Franken retour rüber. Die kann man dann in ausgewählten Restaurants auch wieder verkonsumieren, sozusagen. Die Campingcard mit dem Büchli gibt es allerdings nur in der Touristinfo. Das ist von hier vom Platz innerhalb von 5 Minuten zu Fuß erreichbar. Man kann allerdings die Campingcard auch am Automat lösen. Dort gibt es dann halt einfach einen Ausdruck, wie man sich das kennt. Und dort dran ist aber auch der 3 Franken Gutschein. Also ihr könnt den auch wieder brauchen. Wichtig ist zu wissen, man kann dort nur mit Münze zahlen, also ihr müsst die 24 Franken in Münze haben, sonst wird es schwierig. Am ersten Tag haben wir das noch gehabt, die zweite Nacht nicht mehr, aber dann haben wir ja auch gewusst, wir können jetzt die Karte holen am Infostand. Gestern sind wir noch einen Wasserfall hinterher gelaufen, mega schöner Ausflug, für jeden machbar, sind ca. ich würde sagen vielleicht 2,5-3 Kilometer oder so. Und lohnt sich auf jeden Fall, also wirklich, wirklich, wirklich. Und jetzt haben wir frisch duscht im Wohnmobil, sind wieder entklebt und morgen geht es dann noch ein bisschen weiter vorne und dort wollen wir auch noch etwas anschauen. Wir hoffen allerdings, dass das Wetter hebt, weil heute Morgen hat es also recht runtergeregnet. Jetzt gerade hebt es. Die Frage ist, ob es morgen auch hebt. Wir und ihr werden es sehen. Tschüss.
Was macht man, wenn der Schlauch nicht langt? Für ums Auto herum. Man führt ihn durchs Auto durch. Wie ihr jetzt vorher vielleicht gesehen habt, das Wetter ist so ein bisschen mässig. Jetzt gerade ist es zwar trocken, aber der nächste Spritz kommt garantiert. Und der Hotspot da hinter uns, also das ist wirklich etwas, wo, das müsst ihr entweder mit dem Auto machen oder ihr geht mit dem Velo nachher bis dort führen. Weil also mit dem Wohnmobil parkieren kannst du vergessen. Das erstens mal. Und zweitens, da sind alle irgendwelche Lücken, wenn es schön Wetter ist, sind geraggelt voll. Also da muss man schon mit dem PW eigentlich Glück haben, dass man einen Parkplatz verwünscht. Ja. Also, und sonst eben weiter hinten parkieren und dann zu Fuß oder mit dem Velo oder wie auch immer. Genau. Für uns geht es jetzt aufgrund des Wetters halt gleich weiter und wir fahren jetzt allgemein in Richtung Airolo, damit wir dann über den Gotthard wieder Richtung Andermatt kommen. Aber vielleicht entdecken wir vorher noch etwas anderes. Mal schauen, ob das Wetter mitmacht. Ja. So, mit Aussicht auf Airolo. Wir haben es anscheinend geschafft. Wir sehen wieder Sonne. Wir sind jetzt ein bisschen weiter gefahren, als wir eigentlich wollen. Aber ja, ist jetzt halt so. Wir haben jetzt einen anderen Ausflug geplant und hoffen, dass wir den morgen machen können. Aber jetzt ist doch schon 10:50 und wir haben erst morgen gehabt. Und darum ist jetzt Zeit für einen Mittag. Das heisst, ich tue ein bisschen Schäferle, respektive zuerst mit euch reden und dann ein bisschen Schäferle. Und Fabienne steht in der Küche. Guter Tipp, früh dort sein und so bist du oben rein, das vorderste an, dann sieht man alles. Let's go on the longest journey, far away.
macht jetzt ein bisschen zu, aber wir haben uns jetzt doch entschieden, wir laufen noch um den Stausee herum. Und jetzt sind wir von drei entgegengekommenen Wanderinnen gerade nach gewarnt worden, es hätte hier anscheinend irgendwo eine Schlange rum. Und wir sollen ein bisschen aufpassen. Ja, schauen wir mal, ob man sie sieht. Gonna stress, not gonna make a mess. Oh, no, I don't wanna be less than I can be. Oh, I wanna force wash me. The wicked drown in water, let go, wicked one. Yeah, wicked drown in water. I wanna be less than I can be. The water falls, wash me and cleanse me. The wicked drown. Wir sind zurück von unserer Wanderung und es war wirklich mega schön. Lago de Tom, glaube ich, der eine, der kleine. Ich tue so noch einblenden, dann seht ihr es, wo wir durchgefahren sind. Durchgelaufen. Wir sind gefahren und jawohl, geflogen. Genau. Wirklich sehr empfehlenswert. Ich würde allerdings empfehlen, macht es so, wie wir es gemacht haben. Also sprich, beim Stausee ankommen, links um den Stausee herum. Weil rechts wird dann der Aufstieg vom Stausee drauf wird dann relativ steil. Also da hat es dann ganz hohe Stufen, die man rauf müsste. Ja gut, man, es ist halt die Frage, will man um den Stausee herum? Dann hat man einfach zuerst halt Wald, was sehr schön ist. Und dann quasi auf der anderen Seite in der Sonne. Wir sind natürlich von der anderen Seite gekommen, dann noch einen Hügel gemacht, oben runtergekommen und dann noch den Rest vom Stausee. Ja. Es gibt ganz viele verschiedene Wanderungen dort. Also die kürzeste Variante von der oberen Bahnstation einmal um den See und wieder retour ist ziemlich genau 10 Kilometer. Wir haben jetzt glaube ich, wie viel gemacht? Etwa knapp 12. Aber also mich und, das ist ein bisschen wenig, weil wir haben ja noch einen rechten Umweg gemacht eigentlich. Ja, laut meinem Tracking-App haben wir etwa 12 Kilometer gemacht und es spielt eigentlich auch keine Rolle. Ist weit. Egal, es war schön gewesen, wir würden es wieder machen. Was aber auch cool ist, ist die Bahn hier. Ist das eine Zahnradbahn? Oder? Das ist eine Seilbahn. Also Seilzugbahn. Seilzug. Keine ja. Ahnung, auf jeden Fall, es ist spektakulär. Ja. Zum Auf- und Abfahren. Einmal auf- und ab, Retour pro Person für Erwachsene 24 Franken. Finde ich völlig ohne okay. Halbtags. Ohne mit Halbtags. Halbtags ist es 20 oder 25% günstiger. Also, ja. Ja. Und jetzt... Jetzt gehen wir auf den Berg. Und zwar nicht auf irgendeinen Berg, nein, auf den Gotthard. Und dort will ich eigentlich schlafen. Ich hoffe, wir haben Platz dort oben, weil es ist immer recht viel los. Und jetzt zeige ich euch dann eine der schönsten Passstrassen überhaupt. Und das ist die alte Passstrasse vom Gotthard.
Ja, gestern sind wir hier am Gotthard angekommen. Tremola darauf, wunderschöne Strasse. Für alle die, die das als Ganzes sehen wollen, die Auffahrt, mache ich noch ein separates Video. Einfach mit der ganzen Fahrt, wo ihr alles schauen könnt. Halt einfach Dashcam vorne raus. Aber ich finde es so der Hammer. Mega schön. Leider haben wir dann gestern ein bisschen schlechtes Wetter gehabt. Wir haben aber trotzdem eine gute Nacht verbracht. Sehr gut. Jawohl, gerade direkt bei der... Bei meiner Seele. Beim Lago di Morti. Lago di Morti. Man muss auch sagen, wir sind noch nie so gerade an einem Pass gestanden. Ja, man hat hervorragend können, ein bisschen führen, ein bisschen hindern und so. Und nachher hat man sich können ausgleichen. Tipptopp. Ohne Keil, versteht sich. Ohne Keil. Ja, heute haben wir jetzt schönes Wetter hier oben. Wir zeigen euch noch ein paar Bildchen. Und für uns tut jetzt allerdings die Grand Tour da mal wieder enden. Mhm. Wir haben keine Ferien mehr, jetzt geht es heim. Wir haben dann aber im Oktober. September, Oktober haben wir noch mal ein bisschen Zeit. Und dann, wenn wir dann noch ins Wallis, das ist dann so mehr oder weniger der letzte Teil, der uns noch fehlt von der Grand Tour. Und da kommen wir dann natürlich dann auch wieder mit. Ja. So ist es. Und jetzt geniessen wir noch unseren Tag heute und wünschen euch alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss zusammen. Die Festung, die wir jetzt gerade besucht haben, die ist vom San Bernardino. Nochmal. Mundfasching, würde der Flo sagen. Ja, genau. Du, fragst du mich? Jetzt. Komm, David. Ah, das ist ein Bier. Das ist ein Bier. So. Da kann man für 24 Franken kann man eine Camping Card kaufen. Hervorragend schön ist und auf jeden Fall. Jetzt warten wir noch auf den. Wir sind gestern noch an den Wasserfall hintergelaufen. Sehr ein schöner Ausflug, ist überhaupt nicht weit, ist für jeden machbar und es geht schon wieder los. Hey, erzähl doch mal, wieso du so den Kopf schüttelst. Es gibt einen Haufen Unentschlossene da, die sich nicht entscheiden können. Und das Wohnmobil muss zu 1000% genau gerade stehen, sonst geht es nicht. Gestern schon jemand. Ich glaube, die haben etwa 4 oder 5 Mal umparkiert. Unglaublich gewesen, wirklich. Schwierig. Also.